الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. am letzten Wochenende haben wir im Hanau einen Vortrag gemacht, Tauhid kompakt, über eine Stunde nur über Tauhid gesprochen, weil das ein unheimlich wichtiges Thema ist, gerade für diejenigen, die Dawa machen, weil das die Grundlage des Islams ist, Tauhid, der Monotheismus. Und heute machen wir einen Vortrag über Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam, das sind die islamvernichtenden Faktoren. Das heißt nicht, dass der Islam vernichtet wird, der Islam, diese Religion wird bleiben. Aber dass der Islam einer Person vernichtet wird, das heißt, diese Person, die Muslim ist, wird, wenn sie in einen dieser Faktoren reinfällt, das kann eine Tat sein, das kann ein Glaube sein, das kann ein Wort sein, das kann ein Ertikat sein, das kann ein Scheck sein, ein Zweifel sein, oder das kann ein Tark, ein Verlassen sein. Fünf Dinge, die dazu führen können, dass eine Person, die Muslim war, aus der Religion ausscheidet. Nawaqidul Islam. Und ich beziehe mich dabei auf das Buch, was heißt Buch? Kleine Risala von Muhammad Abdul Wahhab, Nawaqidul Islam, Ashara. I'lam anna Nawaqid al-Islam, Ashara Nawaqid. Ja, das ist in einer Überlieferung, in einem Nusach, in einer Nuska. Manchmal weiß es auch, I'lam anna min a'zamin Nawaqid al-Islam, Asharatan. Ja, wisst ihr, dass zu den gewaltigsten Dingen, islamvernichtenden Faktoren 10 gehören. Wisse mit Gewissheit, ganz genau, wenn du in eine dieser Sachen reinfällst, fliegst du aus der Religion raus. Das sind ungefähr 2 bis 4 Seiten, je nachdem wie groß oder klein man schreibt. Klein, um es zu wissen, um praktisch ein Inhaltsverzeichnis im Kopf zu haben. Warum hat der Scheich Rahimullah dieses Buch geschrieben? Er hat es geschrieben, weil er für die Muslime das Beste liebt und nicht will, dass die Muslime in solche Faktoren hineinfallen. Es gibt heutzutage einige, die mit den Büchern von Muhammad Abdul Wahhab umgehen, als wenn es eine Herabsendung des Korans wäre. Als wenn der Koran herabgesandt worden wäre. Das heißt, ja, aber der Scheich sagt doch in seinem Buch dieses und jenes. Und der Scheich sagt in dem Buch dieses und jenes, aber sie wissen nicht, dass dieses Buch einfach nur ein Inhaltsverzeichnis ist, was er geschrieben hat, damit man es schnell auswendig lernen kann, was aber auch eine Erklärung braucht. Dieses Buch hat er aus Liebe zu den Muslimen gemacht, damit sie nicht in diese Faktoren reinfallen. Nicht, damit man durch die Gegend latscht und jeden Zweiten, der nicht bei drauf im Baum ist, zum Käfer erklärt. Und das sieht man auch am Ende des Buches, denn am Ende des Buches, nachdem er diese 10 Faktoren auferzählt hat, sagt er Folgendes. Und da will ich das jetzt einmal sagen und nicht am Ende nochmal neu erklären. Er sagt am Ende des Buches, wo kulluha min akhtari ma yakunu khataran wa min akthari ma yakunu wuquan fayanbaghi al muslimi an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsi. Er sagt, und diese Faktoren sind die Faktoren, die am gefährlichsten sind und die am meisten vorkommen. Das heißt, er macht damit darauf aufmerksam, dass es nicht nur 10 gibt, sondern dass das die 10 häufigsten sind. Und deswegen ist es für den Muslim Pflicht, was ist Pflicht für ihn? Sich davor zu hüten und Angst davor zu haben, selber in einen dieser Faktoren reinzufallen. Das heißt, er sagt nicht, also deswegen muss der Muslim jeden, der da reinfällt, zum Käfer erklären. Denn es gibt einen Unterschied. Wissen hat seine Stufen. Wissen hat seine Stufen. Deswegen fängt man mit leichten Büchern an. Und das ist eines der leichten Bücher, mit denen man anfängt, die aber sehr nützlich sind. Und zu wissen, dass etwas großer Kuffer ist, ist eine Stufe vom Wissen. Aber jemanden zum Käfer zu erklären, der sich Muslim nennt, ich rede nicht von jemandem, der sich nicht Muslim nennt, das ist eine andere Sache. Wer sich nicht zum Islam bekennt, gilt als Käfer. Wenn er die Botschaft im Diesseits bekommen hat, ist er im Jenseits was? Mukhalladun finnar. Wie Sheikh Uthaymin sagt in Kitab Tawhid und wie das die Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jamaa sagen. Wenn er die Botschaft nicht bekommen hat, gilt er im Diesseits als Käfer. Das heißt, die Ahkam des Kufas gelten für ihn, aber er wird im Jenseits auf die Probe gestellt. Das heißt, wenn er die Botschaft nicht bekommen hat. Ich will das ganz kurz sagen, weil das ist wichtig, das kommt eigentlich am Ende des Buchs, aber ich will das jetzt direkt am Anfang erwähnen, damit man von vornherein weiß,
wofür dieses Buch geschrieben wurde. Dieses Buch ist nicht geschrieben worden, um durch die Gegend zu gehen und Leute zu Kuffar zu erklären. Es ist für dich geschrieben worden, damit du weißt, wovor du dich zu hüten hast. Ganz wichtig. Deswegen, nochmal. Jemand, der sich nicht zum Islam bekennt, gilt als Käfer. Wenn er die Botschaft bekommen hat, wird er im Jenseits in der Hölle sein. Allah sagt im Koran, in Sure 4, Vers 105, وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِّ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِمَا تَوَلَّ وَنُسْلِي جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wer sich dem Gesandten entgegensetzt, Mohammed entgegensetzt, seiner Scharia nicht folgt, ja, seiner Offenbarung nicht folgt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist und einem anderen Weg als dem Weg der Gläubigen folgt, was ist der Weg der Gläubigen? Amen al-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Woran glauben die? Das Sure 2, Vers 2, Kullun amana billahi wa rasulihi. Ja? Das ist der Weg der Gläubigen in Sure 2, Vers 286. Damit es auch, ich glaube 286, damit es auch jeder nachschlagen kann. Ich lese es nur auf Deutsch vor. Ja? Das ist der Weg der Gläubigen, weil andere kommen dann jetzt damit, ja, der an Gott glaubt, ist auch ein Gläubiger. Ja? Hier. Sure 2, Vers 286. 285, ist gut, das gesagt. Amen Rasul wa unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. La nufariku bayna ahadi min rusuli. Wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. So, das heißt, die Gläubigen, woran glauben die? Die glauben an Allah, die glauben an die Engel, die glauben an die Bücher, die glauben an die Propheten. Die machen keinen Unterschied zwischen einem der Propheten. Was heißt hier Unterschied zwischen den Propheten machen? Das heißt, an einen Propheten nicht zu glauben. Wo wird das erklärt? Sure 4, Vers 149 bis 151. Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusuli. Wahrlich, die nicht an Allah und die Gesandten glauben. Wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli. Wollen einen Unterschied zwischen Allah und den Gesandten machen. Wa yaquluna, guck mal, was die sagen. Yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'd. Wir glauben an die einen, wir glauben nicht an die anderen. Was ist? وَيُرِدُونَ أَيَتَّخِذُ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلُ. Und die wollen einen Zwischenweg einschlagen. Was ist mit denen? أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ. Dies sind die wahren Ungläubigen. Das heißt, diejenigen, die an die einen Propheten glauben, aber nicht an die anderen, sind die wahren Ungläubigen. Und der Weg der Gläubigen ist, an alle Propheten zu glauben. Das heißt, wenn einer nicht an Mohammed glaubt, was ist er dann? Dann gehört er nicht zu den Mu'minun. Ich muss leider so auf solche Sachen eingehen, weil es heute einige Scharlatane gibt, die versuchen, die Muslime ihre Religion zu zerstören. Ihnen das Gefühl zu geben, der Islam sei eine Religion wie jede andere. Das Christentum ist kaputt gegangen, nachdem sie angefangen haben, so zu tun, als wenn sie eine Religion wäre wie jede andere. Seitdem treten jährlich Hunderttausende, Millionen aus der Kirche aus. Und die Gruppen im Christentum, die sagen, wir sind die einzig wahre Religion, die haben weiterhin Zulauf. Und mittlerweile sieht man zum Beispiel, dass in dem größten katholischen Land der Welt, ja, nämlich in Brasilien, die Evangelikalen mittlerweile ein Viertel bis ein Fünftel der Bevölkerung haben, wo sie vor ein paar Jahrzehnten noch überhaupt nichts hatten, weil da fast alle Katholiken waren. Warum? Weil sie halt an dieser Sache festhalten, weil sie glauben, ihre Religion ist die Wahrheit und das immer wieder propagieren. Und so will man unsere Religion auch kaputt machen, indem man irgendwelche Scharlatane bringt, die so einen Schwachsinn erzählen. So, ich wollte das erstmal, das muss man kurz als Einleitung wissen. Ja? So, das heißt, es geht darum, den Islam zu schützen, und es geht nicht darum, jemanden zum Käfer zu erklären. Wer sich dem Islam zuschreibt, fällt aus der Religion raus, wenn er einen von den Nawaqid macht, unter Bedingungen und Hinderung, wenn es Bedingungen erfüllt sind und Hinderungsgründe ausgelaufen sind. Und das ist eine höhere Stufe des Wissens, auf die ich heute nicht intensiv eingehen will. Warum? Weil unsere Aufgabe erstmal ist, uns selber zu schützen und andere davor zu warnen. Und deswegen ist dieses Buch auch geschrieben worden. Okay? Das erstmal ganz am Anfang.
Nochmal etwas zu dieser Sache mit gläubig und ungläubig. Ja, mit, beziehungsweise ich mag das Wort ungläubig für Käfer, mag ich eigentlich nicht. Weil ungläubig bedeutet im deutschen Sprachwort jemand, der nichts glaubt. Aber jeder glaubt an etwas. Ja, oder sagen wir mal, jeder, der einer Religion angehört, glaubt an etwas. Aber ob der an das Richtige glaubt, ist die Frage. Deswegen bevorzuge ich die Übersetzung Nicht-Muslim, weil die meiner Meinung nach die Bedeutung besser rüberbringt. Weil damit ist jemand gemeint, der sich dem Islam nicht zuschreibt. Ja. Es ist so, dass es Leute gibt, die sagen, wenn man kann erst Kafir genannt werden, wenn man die Botschaft genannt bekommen hat. Wir sehen diese Unterscheidung nicht bei den vier immer. Ja? Wenn wir zum Beispiel die Bücher der Mawaib aufschlagen, gibt es bestimmte Regeln, die mit Nicht-Muslimen zu tun haben. Regeln von Al-Udhimma, Regeln von Heirat, Regeln von Erbe und so weiter und so fort. Man sieht dort, dass sie alle, das heißt bei Abu Hanifa, bei Imam Malik, bei Imam Shafi und Ahmed ibn Hanbal, dass wer sich dem Islam nicht zuschreibt, Käfir ist. Käfir. Aber ob der in der Hölle ist, hängt davon ab, ob er die Botschaft bekommen hat. Aber für ihn gelten im Diesseits die Regeln des Kuffers. Beispiel. Ein Muslim darf eine jüdische oder christliche Frau heiraten. Du findest dann zum Beispiel in den Büchern, man darf keine Käfer heiraten, außer von Ahl Kitab. Steht im Mudawana Fikul Maliki. Man darf keine Käfer heiraten, außer von Ahl Kitab. Das heißt, Ahl Kitab ist auch eine Käfer heiraten. So. Eine Nicht-Muslimin. So, das findet man zum Beispiel. Das heißt, das ist die Unterscheidung, weil hier kommen dann Leute mit der linguistischen Bedeutung. Ja, aber die linguistische Bedeutung von Käfir bedeutet dieses und jenes. Bedeutet, dass man etwas abgelehnt hat und so weiter. Wir sagen, es geht hier nicht um die linguistische Bedeutung, sondern es geht um die Shar'i, Istilahi-Bedeutung. Ja? Die linguistische Bedeutung vom Fasten ist was? Imsak. Imsak heißt sich sozusagen enthalten. So, enthalten. Ich enthalte mich etwas. Wessen enthalte ich mich? Jetzt kommt die Definition im Shara'i-Gebrauch. Das heißt, der fachspezifische Gebrauch. Al-imsaq an al-muftirat min tulu' al-fajri ila ghurubi shamsi ta'abbiniyatin ta'abudin lillah. Das heißt, das Fernhalten von den Dingen, die das Fasten unmöglich machen, Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr, von Fajr bis zum Sonnenuntergang, das heißt vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang, mit der Nähe, um Allah zu dienen. Wenn jemand sich enthält, ich enthalte mich jetzt des Trinkens von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens, habe ich dann im islamischen Sinne, im fachspezifischen Sinne, gefastet? Nein. Aber im linguistischen Sinne habe ich gefastet. Genauso hier wäre jemand im linguistischen Sinne nur ein Käfer, wenn er die Botschaft bekommen hat und dann abgelehnt hat. Aber im fachspezifischen Sinne geht das weiter. Im fachspezifischen Sinne wird das weiter ausgeholt. Das muss man unbedingt gesagt haben, weil einige Leute da versuchen, die Leute für blöd zu verkaufen. Ja? Und wer das sagt, widerspricht damit den Gelehrten von Al-Sunna wal-Jama'a und macht das nur, weil er Angst hat, von der Bevölkerung in Deutschland sozusagen gedisst zu werden. Okay? So sieht die Sache aus. So, jetzt kommen wir nochmal zurück. Jetzt gehen wir wieder zu dem Anfang. Wie gesagt, das war das Vorwort. Wir lernen das, um uns selber zu schützen, um andere zu warnen. Nicht um Leute zum Käfer zu erklären. Ganz wichtig, weil es gibt leider heute einige Leute, übrigens, ich habe dieses Buch gelernt und gelehrt vor 10 Jahren. Ja, vor 10 Jahren. Ich habe, und es hat nichts mit Angeben oder so zu tun, sondern ich basiere heute sehr, sehr stark die Erklärung auf die Erklärung von Sheikh Ar-Rajihi. Ich habe das mit 2 Schuyuch selber bin ich das durchgegangen, sogar bei einem mit Test, das Buch, und habe
habe den Scharf von Sheikh Fawzan mehrmals gehört, Scharf von Sheikh Rajahi sehr, sehr oft gehört. Ja. Und das haben wir, das, wie gesagt, es gibt einige Leute, die fangen heute an mit Lernen und fangen dann sofort an, die Leute zu Kuffar zu erklären. Ja. Die fangen an hier, wir haben doch das Buch und kommen sich ganz groß vor, weil sie ein Anfängerbuch von Muhammad Abdul Wahhab gelernt haben, denken, jetzt könnten sie rausgehen, könnten jeden zum Kaffee erklären. Die haben das Buch gar nicht verstanden. Ich habe euch ja eben gesagt, was sagt er am Ende? Deswegen ist es Pflicht für jeden Muslim, sich davor zu hüten und Angst davor zu haben, da reinzufallen. Er sagt nicht, jetzt geh raus und erkläre jeden zum Kaffee, wo du denkst, es könnte ja sein, dass er in diese Falle hineingefallen ist. Okay, auf jeden Fall nochmal. Erlen, eine Nawaqid al-Islam, Ashara Nawaqid. Wisse, dass die Nawaqid al-Islam 10 sind. Was haben wir gesagt über die 10? Wird auch am Ende dieser kleinen Risale erwähnt. Das sind die 10 wichtigsten. Okay, es gibt noch viele andere. Hier noch etwas anderes. Das findet man auch immer wieder, dass Leute kommen und sagen, nein, wenn einer sagt, er ist Muslim, dann ist er Muslim, dann kann er nicht aus der Religion rausfallen. Das ist auch Quatsch mit Soße, ist das. Sondern in jedem Buch der Rechtsschulen findest du Kapitel, wohin steht, Bab Hukm al-Murtad, das Kapitel vom Urteil dessen, der vom Islam abfällt. Und da findet man unter anderem im Mudawwa Nafiq al-Maliki, findet man darunter, was einen aus dem Islam ausschließt, ist, dass man einem Juden oder Christen, einem Christen zu Weihnachten gratuliert, mit der Absicht, seine Religion zu verehren und also richtig zu sehen. Nicht, wenn er einfach so, ja, herzlichen Glückwunsch sagt, ja, so ist bei ihm auf der Zunge eine Angewohnheit oder was, sondern mit der Absicht, seine Religion, seine falsche Religion zu verehren. Ja, das nur mal so nebenbei, das heißt, wer erzählt, sowas gäbe es nicht, widerspricht ganz klar dem klassischen Islam. Und die Taktik, die einige haben, den Islam schön zu reden, indem sie den Islam verleugnen, die funktioniert nicht. Weil die Wahrheit wird immer bekämpft. Der Prophet a.s. wurde bekämpft und Allah sagt uns auch im Koran, dass es immer Leute geben wird, die den Islam bekämpfen. Mit ihrem Geld, so 8 Vers 36, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِكُونَ مُوَالَهُمْ لِيَسُدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Wahrlich, diejenigen, die den Glauben verweigern, werden ihr Geld ausgeben, um vom Weg Allahs abzuhalten, zum Beispiel. Oder in Sure 2, ich habe den Vers jetzt, ich weiß nicht, ich müsste Vers 191 sein, ja. وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ لِسْتَطَعُوا Sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion abgebracht haben. Einen Moment. Vers 191 sein. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein Surat al-Baqarah. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Vers, welche Versnummer. Ja. Sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion abgebracht haben, wenn sie es können. Es gibt Leute, die es mit der Waffe machen. Und es gibt Leute, die es mit der Zunge machen. In Sura 61, das müsste Vers 7 sein. Yuriduna liyutfiu nurallahi biafwahim. Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern erlöschen. Und deswegen gibt es drei Arten von Kuffar. Von Nicht-Muslimen. In Sure 2, Vers 120 sagt Allah, وَلَنْ تَرْدَعَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ هَتَّى تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ Die Juden und Christen werden nicht mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Ja? Da gibt es also Leute, die nicht mit dir zufrieden sind, dich aber nicht bekämpfen. Wie zum Beispiel Abu Talib, okay, das ist jetzt kein Jude oder Christ, aber als Beispiel, oder Mutib ibn Adi, und wir haben das auch in der Geschichte, Al-Mukaukas zum Beispiel, der Führer von Ägypten zur Zeit des Propheten, hat den Propheten nicht bekämpft. Aber er ist nicht zufrieden damit, aber er ist tolerant. Die gibt es. Dann gibt es Leute, die einen bekämpfen, die nicht zufrieden sind, bekämpfen, wie gesagt, mit den drei Arten. Geld, Waffen oder mit der Zunge. Drei Arten. Und dann gibt es die dritte Art von Kafir, das ist der den Islam annimmt. Und wir sollten immer gute Hoffnung haben,
dass wir, wenn wir gut artikulieren können, den Islam richtig lernen, richtig beibringen und auch ein gutes Benehmen an den Tag legen, dass wir dann die Herzen erreichen können. Alhamdulillah, wir sind heute in Bern gewesen, Alhamdulillah, und an der Tankstelle gewesen, wir haben mit einigen Leuten gesprochen, ja, an der Tankstelle kam jemand und hat gesagt, Herr Vogel, ich bin Fan von dir, schau mir die Vorträge an. Ist gar kein Moslem. Bist du Moslem? Sagt er, nee, aber ich schaue mir das trotzdem gerne an. Ja, dann haben wir dort in Bern mit mehreren Leuten geredet und die Leute sind oft überrascht, das ist deswegen dank mit den Medien nochmal, dass sie immer so einen Schrott schreiben, weil dadurch sind die Leute noch mehr überrascht und dann noch aufgeschlossen im Nachhinein, wenn man sich dann auf positive Art und Weise benimmt, Alhamdulillah. Auf jeden Fall das dazu, zu dieser Sache, ja. Das heißt, es gibt mehr als 10 Gründe. Es gibt diese Gründe, diese Sache ist etwas, was im Islam vorhanden ist. Man kann es in den klassischen Fiqh-Büchern finden. Und jemand, der etwas anderes erzählt, hat keine Ahnung und versucht, die Leute für blöd zu verkaufen. So, El-Aul. Man sagt El-Aul. Nawakit. Nawakit ist etwas, wie gesagt, was im Islam zunichte macht. Sagte, Es-Shirku fi ibadatillahi ta'ala. Es-Shirk in der Ibadah von Allah subhanahu wa ta'ala. Allein das Buch El-Ibadah, da könnte man über das Wort Ibadah könnte man jetzt viele Definitionen bringen, wollen wir heute nicht drauf eingehen. Im klassischen Sinne gibt es viele Arten von Ibadah, Beten, Fasten und so weiter und so fort. Es gibt Ibadat des Wort der Worte, Dhikr zum Beispiel, Koran lesen. Es gibt Ibadat des Herzens, Furcht vor Allah, Liebe zu Allah. Es gibt Ibadat der Handlungen, der Taten, Hajj machen, Tawaf machen, Sujud machen etc. Es gibt Ibadat Maliyah, Zakat geben, also verschiedene Arten von Ibadah gibt es, die man machen kann. Es-Shirku fi ibadati Allah ta'ala. Wer eine dieser Ibadah jemand anderen widmet außer Allah, was ist mit dem? Der begeht Shirk. Allah sagt in Surah 4, Vers 36, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Macht die Ibadah für Allah und gesellt ihm niemand bei. Das heißt, in der Ibadah gibt es eine Beigesellung. Und dann erwähnt der Sheikh, Es-Shirku fi ibadati Allah, erwähnt einen Vers über Shirk. Einen sehr wichtigen Vers, den sollte jeder, der Dawah macht, und jeder Muslim auswendig kennen. Der Vers wird überliefert in Surah 4, Vers 48 und in Surah 4, Vers 114. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Das heißt nicht nach Willkür, sondern nach seinem Maßstab. Was ist damit gemeint? Das heißt, wer mit dem Schirk stirbt, ist für was? Ist für Ewigkeit in der Hölle. Nicht, was ist der Beweis, dass derjenige, der Schirk begangen hat und dann im Diesseits Tauba macht, also seine Sünde bereut, dass ihm vergeben wird, was ist der Beweis dafür? Erstens aus der Sunna, die ganzen Sahaba, die den Islam angenommen haben, die meisten davon waren vor Mushrikun. Zweitens, im Koran steht, Ja, ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. O meine Diener, das ist ein Aufruf an die hören. O meine Diener, die euch selbst Unrecht angetan hat, verzweifle nicht an der Barmherzigkeit Allahs, Allah vergibt alle Sünden. Hier, die sind noch am Leben, damit sind die Lebendigen angesprochen. Okay? Das heißt, dieser Vers, Surah 4, Vers 48, der Sheikh meint, ist kein direkter Beweis für Schirk in Ibadah, sondern ist ein Beweis, was passiert, wenn man Schirk begangen hat. Dann erwähnt er einen anderen Vers, und zwar, warte mal kurz. Das war richtig eben gewesen, Surah 4, Vers 36. Dann erwähnt er einen anderen Vers, nämlich Surah 5, Vers 72. Innahu ma yushrik billahi, faqad harramallahu alayhi jannah, wa ma'wahu nar, wa ma li dhalimin min ansar. Wahrlich, derjenige, der Schirk begeht, Allah hat für ihn das Paradies haram gemacht. Das heißt, er wird nicht ins Paradies reingehen. Das ist das zweite Problem des Schirks. Es gibt noch ein drittes Problem, wenn jemand Schirk macht. Was passiert? Surah 6, Vers 88. Wallahu ashraku lahabita anhu makanu ya'malu. Hätten sie Schirk begangen, dann wäre das, was sie getan haben, also an guten Taten, zunichte gegangen. Auch derselbe Vers, also selbe Bedeutung, Surah 39, Vers 65. Sehr, sehr wichtig. وَلَكَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنْ خَاسِرِينَ. Das ist dir offenbart worden und denen vor dir, Surah 39, Vers 65, ja,
hättest du Schirk begangen, also Allah sagt zum Propheten, hättest du Schirk begangen, ja, dann wären deine Taten zunichte geworden und du würdest wahrlich zu den Verlierern gehören. Das Allah sagt das zum Propheten. Hättest du Schirk begangen, deine guten Taten wären zunichte gegangen. Ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Vers diesbezüglich. Ein Moment. Ja, genau. Das ist Sure 39, Vers 65. Damit man das auch zu Hause nachschlagen kann und auswendig lernen kann. Das heißt, das sind alles diese Probleme des Schirks und noch andere. So. Und dann gibt er ein Beispiel, der Schirk. Dann sagt er, وَمِنْحُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِكَبَرِ. Und dazu gehört, also die Ibadah jemand anderen zu widmen außer Allah, gehört das Schlachten für jemand anderen außer Allah. Wie jemand, der zu einem Grab schlachtet oder wie jemand, der für einen Jinn schlachtet. Was ist damit gemeint? Ich schlachte jetzt für meinen Gast. Ich schlachte aber für meinen Gast, weil ich möchte, weil Allah das registriert hat, ihn ehren und den Gast gut behandeln und deswegen sage ich, ich gehe heute ein Schaf schlachten. Ibrahim hat ein Kalb geschlachtet für seine Gäste. Ist das jetzt Schirk? Natürlich nicht. Man nennt den Namen von einem Heiligen. Also, was ist jetzt damit gemeint, dass man für jemand anderen außer Allah schlachtet? Wir haben nochmal gesagt, der Schirk sagt, zum Schirk in der Ibadah gehört das Schlachten für jemand anderen außer Allah. So. Was haben wir gesagt? Damit ist nicht gemeint, dass man für einen Gast schlachtet, um ihn, weil es im Islam gut ist, zu ehren, sondern damit ist gemeint, dass man zum Beispiel im Namen von jemand anderem schlachtet, anstatt Bismillah sagt man was anderes. Oder damit ist gemeint, dass man zum Beispiel schlachtet, um sich jemandem anderen gottesdienstlich zu nähern, zum Beispiel in einem Grab. Das ist eine Form des Schirk. Was ist der Beweis, dass das eine Ibadah ist? Der Beweis, dass das eine Ibadah ist, findet man in Sure 8, Vers 2. Dort, Sure 108, Vers 2. Dort sagt Allah, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Bete für deinen Herrn und schlachte für ihn. Dieses Nahar ist das Schlachten eines Kamels, spezifisch von einem Kamel. Ja? Das wird auf eine bestimmte Art und Weise geschlachtet. So. Yarhamukallah. Und andere Beweise sind Sahih Muslim, Hadith von Ali bin Abi Talib, wo er sagt, La'anallah min dhabaha li ghayrillah. Allah verflucht denjenigen, der für einen anderen schlachtet, außer für Allah. So. Das gehört dazu. Dann kommt er zur zweiten Sache. Die zweite Sache ist, und nochmal, was war der Beweis gewesen, dass eine Ibadah nur für Allah sein darf und dass wenn man die Ibadah jemand anderen widmet, außer Allah, dass das Schirk ist, haben wir eben gesagt, Sure 4, Vers 36. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Okay. Jetzt geht's weiter. الثاني مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِدْ يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ الشَّفَاةَ وَيَتَوَكُّلُ عَلَيْهِمْ كَفَرَ إِجْمَعَهُ. Das heißt, dass man zwischen sich und Allah Vermittler nimmt, in der Ibadah, Vermittler in der Ibadah, dass man ihnen Dua widmet, sie fragt oder auf sie vertraut. Heißt das jetzt, wenn ich jemandem vertraue, habe ich Schirk begangen? Nein, damit ist gemeint, zum Beispiel ein Vertrauen, was nur Allah gewidmet werden darf. Zum Beispiel, jemand glaubt, dass sein Scheich ihm helfen kann, die Fragen im Grab zu beantworten. Das heißt, wenn er im Grab ist, dann kommt er zu ihm und beantwortet für ihn die Fragen vom Engel. Oder jemand glaubt, der Scheich hilft ihm beim über die Brücke gehen, zum Beispiel. Das heißt, Arten vom Vertrauen auf Vertrauen, die nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein können. Du beschreibst deinen Scheich praktisch wie einen Gott. Das hat nichts mehr mit Karamat zu tun. Das ist über Karamat. Wir leugnen keine Karamat. Wunder von rechtschaffenen Menschen, dass sowas passieren kann. Sowas kann passieren. Aber sind die rechtschaffenen Menschen dazu in der Lage, diese Karamat selber abzuberufen? Nein. Sondern die kommen und gehen. Okay? Die können manchmal kommen, manchmal passieren, manchmal passiert es nicht, manchmal passiert es. Meistens kam es zu den Karamat übrigens im Dschihad. Dass irgendwelche Wunder passiert sind bei Muslimen. Ja, nur mal so nebenbei. Aber jetzt. Das heißt, das ist auch eine Form des Schirks.
Eigentlich gehört das zu was? Gehört das schon zur ersten Sache, zum Shirk an Ibadat Allahi Ta'ala. Es gehört eigentlich dazu. Aber er hat das hier nochmal extra erwähnt. Warum? Weil es so viele Muslime gibt, beziehungsweise Leute, die sich im Islam zuschreiben, die in diese Falle reinfallen. Und Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah in Majmu' Fatawa unterteilt dies in drei Kategorien. Er sagt, al-At'iyya al-Bid'iyya ala marratib al-Thalath. Die Bid'a-Dua auf drei Stufen. An yad ughayr Allah al-Ula, an yad ughayr Allah wa huwa mayyitun wa ghaibun sawa'an min al-Anbiya wa salihin wa ghayrihim, فيقول يا سيد وغيرهم فيقول يا سيد فلان أغثني ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله. Das erste, dass jemand was macht, der sagt zu einem, der ruft einen Propheten oder einen Rechtschaffen oder anderen an, der abwesend ist oder tot ist und sagt, oh du so und so, rette mich. Und dies oder ähnliches. Dies ist der Schirk Allah gegenüber. Großer Schirk, der aus der Religion läuft. Beispielsweise, du bist auf dem Meer, das Schiff ist am Absinken und du weißt, da ist ein Heiliger, der ist im Grab XY, der konnte sich selber nicht vom Tod retten, der bei den Menschen verabscheut ist, und du rufst den, helfe mir. Das ist eine Form des Schirks, ist das, die aus der Religion rauskommt. Dann die zweite, Al-Thaniya, أن يدعو غير الله أن يقال للميت والغائب من أموال والصالحين أدعو الله لي أو أدعو الله لنا واسأل لنا ربك. Das heißt, du sagst zu einem Toten oder abwesend von Propheten oder Rechtschaffenen, bitte Gott für mich, rufe Gott für uns an, frage deinen Herrn für uns. Und dann sagt der Sheikh al-Islam im Thema, وَهَذَا أَيْنْ لَا يَسْتَرِيبُ عَالِمٌ أَنَّهُ مِنُ الْبِدَى لَتِي لَمْ يَفْعَلْهَا مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ. Und dies ist auch klar, dieses nicht fremd für jemanden, der Wissen hat, dass das zu dem Bidda, zu der erneuernden Religion hat, die keiner der Salaf dieser Umma gemacht hat. Al-Thalitha, an yukalu, as'aluka bi fulan o bi jahi fulan, fahada aydan min hi und anhu, wa leysa bi mashurin an al-Salaf. Dass ich frage, ich bitte dich bei dem Sohn so oder bei der Position des Sohn so bei dir, und dieses auch verboten und nicht bekannt von den Salaf dieser Umma. Weil die Position dieser Person hat nichts mit dir zu tun, mit deiner Beziehung zu Allah. Ich bitte dich bei der Kaaba. Was hat die Kaaba mit deiner Dua zu tun? Aber was du machen kannst ist, oh Allah, ich bitte dich, mir dieses und jenes zu geben, weil ich dieses und jenes gemacht habe, oder für meine Liebe, die ich für den Propheten habe. Die Liebe zum Propheten ist eine Tat von dir, eine Tat des Herzens. Damit kannst du Tawassul machen. Das dazu. Jetzt, dass die Dua eine Ibadah ist. Da möchte ich kurz auf eingehen. Es gibt zum Beispiel Hadith in Sunan Abi Dawud, ich glaube Hadith Nummer 1479, Ad-Dua huwa al-Ibadah, die Dua ist die Ibadah. Dann zum Beispiel Sure 19, Vers 48 und 49, Sure 46, Vers 5 und 6, Sure 72, Vers 20. Könnt ihr alles nachschlagen. Ich erwähne heute nur Sure 72, Vers 20, weil es sonst zu lange dauert. Sure 72, Vers 20 sagt Allah, Kul, sprich, O Muhammad, inna ma'atmu Rabbi, wa la ushriku bi ahada. Sprich, ich mache nur Dua zu meinem Herrn, dieses innama tufidul hasa, dieses Wort innama, beschränkt, nur für Allah. Ich mache nur Dua zu meinem Herrn und geselle ihm nichts bei. Worauf deutet das hin? Dass wenn man Dua für jemand anderen macht, außer Allah, dass das was ist? Dass das Schirk ist. Inna ma'atmu Rabbi, wa la ushriku bi ahada. Und wie gesagt, wer mehr davon haben will, kann nachschlagen in Sure 19, Vers 48 und 49. Ja. وَأَتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَتُوا رَبِّي عَسَىٰ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّ فَلَمَّا أَتَزَلُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا النَّبِيَّ. Ja, das ist der Vers. Oder Sure 46, Vers 5 und 6. Da steht, وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّا يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذْ حُشِرَ النَّاسُ كَانَ لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Ja, wie gesagt, das kann man dann noch nachschlagen mit der Übersetzung, ja, dass man das genau guckt. Das heißt, das ist eine Form des Schirks, ganz klar und deutlich. So. Jetzt die Frage. Ein Naqid, ein Zerstörung des Islams, etwas, was den Iman zerstört. Was ist der Iman?
Etikadum biljanan, Glaube vom Herzen. Wanutkum bilisan, und Aussprache von der Zunge, die Shahada. Wa'amalum biljawari wal arkan, und Taten mit den Körperteilen und also Taten mit den Körperteilen und auch Taten mit dem Herzen. Das ist der Iman. Worauf geht dieser Nakut jetzt zurück? Wir haben gesagt, es gibt fünf Dinge, die den Iman zerstören. Glaube, Zweifel, Worte, Taten und Verlassen. Einige Sachen zu verlassen. Es gibt manche Sachen, wenn man die nicht macht, die bringen einen raus aus dem Islam. Zum Beispiel jemand sagt, weigert sich die Shahada zu sagen. Worauf geht das jetzt hier zurück? Es geht auf ein Etikett zurück, dass diese Person glaubt, das ist eine Tat, die aus der Religion rauswirft, oder ein Wort, weil er macht eine Dua, er sagt, oh Sohn, helf mir. Aber es geht zurück auf ein Etikett, geht es zurück. Es geht zurück auf den Etikett, dass diese Person einem helfen kann oder ein Fürsprecher sein kann oder was auch immer. Ja? Und manche kommen dann damit, ja, wir glauben ja nicht, dass diese Wasaid uns bei Allah helfen können. Wir glauben ja, dass Allah der Schöpfer, der Herrscher ist. Dann sagen wir herzlichen Glückwunsch, das haben die Quraysh auch geglaubt, die Götzendiener. Was ist der Beweis dafür? Sura 10, Vers 31, Sura 23, Vers 84 bis 88, Sura 29, Vers 61 und Sura 29, Vers 63 und Sura 43, es müsste Vers 86 sein, zum Beispiel. Steht dort Sura 10, Vers 31. كل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فكل أفلا تتكون sprich, wer versorgt euch von Himmel und Erde und wer hat Macht über Gehör und Augenlicht und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten und wer regelt alle Angelegenheiten? Was sagen die? Allah. Das ist die Quraysh, sagen Allah. Sprich, wollt ihr dann nicht gottesfürchtig sein? Das heißt, wenn ihr das wisst, wollt ihr ihn alleine nicht dann anbeten? Wie gesagt, die anderen Verse lasse ich jetzt erstmal raus. Die könnt ihr euch selber auch dann raussuchen, sonst dauert das alles zu lange. Aber das reicht schon als Beweis. So, warum haben sie dann andere neben Allah angerufen? Beweis dafür sind Sura 10, Vers 18. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Und sie dienen neben Allah, was ihnen weder nützt noch schadet, weder schaden noch nützen, sagen, jene sind unsere Fürsprecher bei Allah. Und in Sura 39, Vers 3 وَالَّذِينَ تَخَذُوا مِنْ دُونِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُوا إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Und diejenigen, die sich neben Allah Schutzherren nehmen, sie sagen, wir dienen denen nur, damit sie uns Allah näher bringen. Genau das sagen heute einige Muslime, die sich irgendwelchen Heiligen, die vielleicht sogar gute Menschen gewesen, hingeben, ihnen gewisse Ibadah-Taten opfern. Die sagen, ja, wir beten die ja nicht an, damit sie uns näher bringen. Die nennen das dann nur nicht Ibadah, sondern wir machen das ja nicht den Tawaf ums Grab, weil wir den anbieten wollen, sondern wir wollen, dass der uns Allah näher bringt. Was ist das? Das ist genau das, was die Quraysh damals, die Mushrikun der Quraysh gesagt haben. Okay?